Der Regen will heute einfach kein Ende nehmen, liebe Fußballfans. Aber ich begrüße Sie dennoch sehr herzlich zu dieser heutigen Partie. Das gewohnte Team heute an den Mikrofonen, Wolf Fuß und Frank Buschmann. Und heute zeigen wir Ihnen ein Spiel aus der Liga. Darmstadt 98 gegen VfL Bochum. Spannende Geschichte hier, Wolf. Ich denke, beide sehen das als wichtige Aufgabe. Beide wollen überzeugen und beide wollen den Sieg. Das ist die heutige Aufstellung der Gastgeber in diesem Spiel. Sie wählen ein 5-3-2. Absicherung also in der Defensive. Aus der massiven Abwehr heraus sollen dann die Vorstöße kommen. Der VfL Bochum wählt heute diese Aufstellung. Sie wollen das Spiel heute breit machen, versuchen es mit einem 4-3-3. Da dürfte viel über die Außen gehen, über die beiden Außenstürmer. Er pfeift an. Durchgang 1 läuft. Oh, das könnte was werden. Gibt's das denn? Kein Tor. Das war natürlich eine Riesenchance, aber das war zu schwach. Den hält er. Der Ball erstmal abgefangen. Ihn auf dem Platz sehen zu dürfen, ist immer wie... Ah, aber jetzt bekommen Sie erstmal die Chance. Boah, der kam gut. Da hätten wir hier auch den Treffer haben können. Aber nix da. Er ist da. Er ist unten und es ist ein klasse Keeper. Die Ecke kommt rein. Hätte gefährlich werden können, aber er ist da. Da kommt die Ecke. Den holt er auf der Linie. Es wird den nächsten Eckball geben. Er versucht den Volley. Wehrt den Ball auf der Torlinie ab. Und er schießt. Jetzt der Schuss. Gute Chance, aber vereitelt, macht er ganz sicher. Ein richtig guter Kopfball, aber mindestens genauso gut gehalten. Eine starke Aktion von beiden. So, Ecke kommt. Etwas zu unpräzise in dieser Situation. Ja, stramm war er, absolut. Aber vielleicht wäre es doch der Schlenzer gewesen. Ein Pass mit viel Auge.
geht er rein. Chance lebt noch. Da muss er sich gar nicht groß anstrengen. Aber vorher natürlich Riesenparade. Die würde ich mir gerne noch mal anschauen. Die war unfassbar. Der Angriff könnte was werden. Voller. Das ist das erste Tor dieser Partie. Und jetzt ist die Freude natürlich groß. Ja, Riesenjubel bei den Fans, bei den Spielern. Ein wichtiges Tor. Wir schauen uns noch mal die Entstehung des Tores an. So, da ist der Konter. Und dann ist die Abwehr zwar da, dann ist sie dran. Aber das ist einfach klasse gemacht, schön durchgesetzt. Das ist ein tolles Tor. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Kempe. Wird das seine Torchance? Aber der Ball ist jetzt erstmal weg. Wenn es jetzt schnell geht, dann wird es gefährlich. Gut durchgesetzt, gefährlich. Sein Timing ist schon klasse. Die besseren Ballbesitzzahlen haben im Moment die Gastgeber. Aber wo bleibt die echte Torgefahr? Wo bleiben die Chancen? Trotz der Überlegenheit haut es nicht hin. Da müssen sie besser werden, wenn es keine Niederlage geben soll. Aktuell müssen sie in der Abwehr gehörig aufpassen. Sie kommen. So, wir gehen kurz ins Studio. Es gibt einen Torerfolg im Spiel von Fortuna Düsseldorf. Ja, wir haben hier das erste Tor für Düsseldorf. Torschütze war Rufen Hennings. Ja. Das ist die Chance. Das sah gut aus. Klasse, dieser Volley. Tolle Schusstechnik. Am Ende knapp. Da sehen wir die Tafel. Eine Minute wird nachgespielt. Es geht in die Pause. Da ist der Pfiff. Der erste Durchgang ist also beendet in dieser Begegnung. Durchgang 2 läuft. Ball bleibt hängen, Angriff erstmal zu Ende. Stark dazwischen gegangen, nicht zum ersten Mal heute. Chance zum Konter jetzt. Darmstadt lässt den Ball laufen. Sehr gutes Tackling, das war wichtig. Kempe. Da ist der Schuss. Sie sind da, Ball wird geblockt. Zoller. Den hat er förmlich geahnt. Tolles Dribbling. Da sind sie alle machtlos. Kevin Stöger. Hart, aber fair. Er holt den Ball mit der Grätsche. Sie suchen nach der Lücke, da muss die Abwehr aufpassen. Abwehr muss aufpassen. An die Latte. Machen Sie konsequent da hinten. Fast der Treffer, fast der Ausgleich. Aber nur Alu, nicht zu überhören. Viel Pech dabei. Aber ich bin sicher, die geben nicht auf.
Sie ziehen den nächsten Angriff auf. Vielleicht haben sie jetzt mehr Erfolg. Der Ball ist über der Linie. Einwurf. Jetzt wird es die Auswechslung geben. Super dazwischen gegangen. Ja, das sieht gut aus. Schwacher Abschluss, überhaupt nicht gefährlich. Gamboa. 6 Minuten sind noch zu gehen. Sie spielen die einfachen Bälle, holen sich so Sicherheit und legen sich den Gegner langsam zurecht. Das macht er sehr gut. Klasse Tackling. Hereingabe. Und diese Hereingabe wird letztlich abgefangen. War nicht leicht. Nachspielzeit 1 Minute. Das ist der Schlusspfiff. Am Ende bleibt es hier also beim Sieg der Gäste. Knapper Sieg also in der Liga. Sie wissen natürlich, dass das auch anders hätte ausgehen können. Aber sie werden sich natürlich trotzdem freuen. Das war ein wichtiger Sieg. Das war eine durchschnittliche Leistung heute von Ihnen.